Jetzt weiß ich gar nicht so recht, wie ich den folgenden Beitrag ankündigen soll. Julia hat wieder eines der bei Ihnen so beliebten Treffen am Gartenzaun. Nun schon zum 58. Mal. Die Zahl klingt zwar nicht nach Jubiläum, und trotzdem ist es etwas ganz Besonderes. Doch sehen Sie selbst. Na, liebe Zuschauer, Sie wollten schon immer einmal eine Reise nach Brasilien machen? Und nicht etwa ruckzuck mit dem Flieger, sondern in aller Ruhe mit dem Schiff. Kein Problem. Mit ein wenig Hilfe von Herrn Udo Heinl aus Wetter bringe ich Sie hin. Den Stammzuschauern haben ja meine Kollegen vom SFK bereits in der ersten August-Sendung den Mund ein wenig wässrig gemacht. Aber auch alle anderen verpassen fast nichts, wenn sie jetzt gemeinsam mit unserem Reiseleiter einsteigen. Stimmt's, Herr Heinl? Hallo Julia, hallo liebe Zuschauer. Ja, es war wirklich eine wunderbare und sehr beeindruckende Reise. Mit Herrn Heinl, der uns von so einer tollen Reise einen fast zweistündigen Film geschickt hat, habe ich vereinbart, dass wir uns vor allem auf die Hinreise konzentrieren. Wir unternehmen drei Landgänge und in Brasilien verweilen wir dann auch ein wenig. Zum ersten Mal steigen wir auf Gibraltar vom Schiff und dann, Sie sehen es schon im Hintergrund, erklimmen wir den Affenfelsen. Dentro de Gibraltar hay 160 grotas naturales. Una grossa. No, grossa. Okay. Herr Heinl, wenn ich ehrlich bin, Gibraltar sagt mir schon etwas, aber Affenfelsen? Ist das so eine Art Zoo oder laufen die lieben Kleinen da ganz frei herum? Erzählen Sie doch mal, was Sie dort oben erlebt haben. Nein, kein Zoo. Der Gibraltarfelsen ist tatsächlich der einzige Ort in Europa, wo Affen frei leben. Hier handelt es sich um Berberaffen. Normalerweise halten sich die Berberaffen auf dem Felsen auf, aber hin und wieder verirrt sich der ein oder andere schon mal in die Stadt. Die Affen werden gefüttert und medizinisch betreut. Und durch die vielen Besucher werden die Affen mittlerweile so zutraulich, dass sie dem ein oder anderen schon mal auf die Schulter oder auch auf den Kopf springen. Toll, das wäre ja schon allein eine Reise wert. Aber wir wollen weiter. In Casablanca hat sie offenbar eine Moschee besonders fasziniert. Mich in ihrem Film übrigens auch. Bekommen wir da ein paar Hintergrundinfos dazu? Nun, die Stadt Casablanca selbst fanden wir nicht so attraktiv. Das besonders Attraktive der Stadt ist die Moschee König Hassan II., eine der vier größten Moscheen auf der gesamten Welt. Das Minarett hat eine Höhe von 210 Metern und die Mosaiken sind einmalig schön. Die Moschee, sie liegt übrigens direkt am Meer, wurde 1993 zum 60. Geburtstag des Königs eröffnet. Da wir an einem Freitag dort waren, durften wir leider nicht in den Innenraum und mussten uns die ganzen Schönheiten durch die geöffneten Türen ansehen. Keine Sorge, liebe Zuschauer, Seefeeling gibt es natürlich auch. Einverstanden, Herr Heinl, dass wir das von Arrecife auf den Kanaren einfangen? Lanzarote ist zum größten Teil eine fast wie eine Mondlandschaft wirkende Vulkaninsel. Aber ich gebe zu, mich als ehemaligen Kranbauer hat bei der Einfahrt in den Hafen von Arrecife das Containerterminal doch sehr stark beeindruckt. Thank you.
Wir sind in Brasilien und zwar in Recife. Was ist denn das Besondere an dieser Stadt? Mit ca. 1,5 Millionen Einwohnern ist Recife die fünftgrößte Stadt Brasiliens. Der ca. 60 Kilometer lange Strand von Porto de Galinhas ist einer der schönsten Strände Brasiliens, sodass sich Recife mittlerweile neben Rio zu einem der schönsten touristischen Zentren entwickelt hat. Das Stadtbild ist geprägt von unzähligen Kirchtürmen. Eine ganz moderne Großstadt, Seite an Seite mit Altstadtvierteln, in denen man sich um Jahrzehnte zurückversetzt fühlt. Auch heute ist es wieder so wie bei allen anderen Gartenzaun-Dates. Unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Heinel, bedanken. Ja, Julia, ich habe mich besonders gefreut, Ihren letzten Beitrag in der Gartenzaun-Serie begleiten zu dürfen. Es war eine schöne Zusammenarbeit. Und ich glaube, im Namen aller zu sprechen, wenn ich behaupte, dass diese Senderei Ihnen viel zu verdanken hat. Sie haben sehr viel zum Erfolg beigetragen. Alles Gute für Ihre weiteren Aktivitäten und tschüss bis zum Videotreffen im Mai in Kitscher. Ich freue mich. So, liebe Zuschauer, das war also mein 58. und damit auch letztes Treffen am virtuellen Gartenzaun des SFK. Dabei habe ich seit Januar 2004 31 verschiedene ambitionierte Autoren kennenlernen dürfen, die mit ihren tollen Filmen und ihren kompetenten Kommentaren unser Programm echt bereichert haben. Ich weiß, Sie sehen das sicher nicht anders, aber irgendwann geht eben auch einmal eine sehr erfolgreiche Reihe zu Ende. Mir hat jede einzelne Folge richtig Spaß gemacht und es beruhigt mich sehr, dass unsere Jüngeren im Team an einem neuen Profil arbeiten, welches besonders jugendlichen Videoamateuren eine Plattform schafft. Als Start ist da der März 2009 geplant. Ich darf mich bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Treue bedanken. Mit einem herzlichen Tschüss zum letzten Mal vom Gartenzaun. Ihre Julia.